Ahoi ihr Landratten und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sid Meier's Pirates. Ja, wir sind auf dem Weg Richtung Norden, sag ich mal. Wir wollen ja, wenn ich mir gerade die Map aufrufe, wir wollen ja hier oben hin zu den englischen und französischen Städten. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Gummi geben, weil das ist ein recht weiter Weg. Ich bin übrigens am überlegen, ob wir die Schwierigkeit jetzt schon recht früh eine Stufe hochstellen, weil wir sind ja jetzt in den ersten Folgen schon mit 3 Special Items, sag ich mal, zugeschissen worden. Und wenn wir jetzt die Schwierigkeit längere Zeit so lassen, dann werden wir ziemlich schnell alle Items zusammen haben. Und das ist ja ein bisschen langweilig, sag ich mal. Auch die Schiffscaptains, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben, die haben wir ja meistens ohne einen einzigen Gegentreffer zu kassieren abgezogen. Wo wollen wir denn hin? Ja, ich mach das schon. Ich bin der Captain. Ich weiß schon, wo es hingeht. Wir haben ja schon... Wir sind alle schon da. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall bin ich am überlegen, ob wir die Schwierigkeit vielleicht sogar jetzt schon eine Stufe hochstellen. Zwar geht das mit Divide the Plunder, heißt das, glaube ich. Also, wir teilen quasi die Beute, die wir bis jetzt haben, auf unter unserer Crew. Und ja, dann können wir quasi eine Stufe hochstellen. Ich steuere mal das englische Dings hier an, das englische Schiff. Das englische Schiff, die englische Stadt Nevis. Da legen wir mal an. Sollten wir jetzt in Nevis wieder ein Special Item kriegen von dem Händler, dann werde ich das auf jeden Fall jetzt schon machen, weil ich will nicht, dass wir hier mit den Items zugeschissen werden. Das ist echt unfair. Erstmal gucken wir mal beim Gouverneur vorbei. Guten Tag. Ja, die Schweine sind schlimm. Wir sind jetzt bei den Engländern im Rang aufgestiegen. Wir haben unseren ersten Rang. Wir sind jetzt Captain. Oha. Sagen wir so, es gibt hässlichere Bräute in dem Spiel. So, mal gucken hier. Was erzählt man sich denn hier von der Bar? Upgrades. Ja, interessant. Ja. Aha. Informationen über diesen berühmten Piraten mal wieder. Ah, sein Schiff. Ja gut, das haben wir auch schon so gesehen, sag ich mal. Wir sind, ja, tut mir leid, Leute, wir sind voll. Tut mir leid. So, das wollen wir nochmal sehen hier. Ah, kein Special Item, okay. Das ist schön, dass wir jetzt nicht so zugeschissen werden am Anfang. Aber er hat Informationen über die Stadt Santa Catalina. 60 Soldaten, ein Luxusgut, ja, interessant. Danke. Dann warte ich noch mal ein bisschen mit die weite Plunder. Hier kann man nämlich eine Schwierigkeitsstufe da nach oben gehen. Dann schauen wir doch mal. Ah, genau. Wir schippern mal da oben zu der holländischen Stadt. Vielleicht kriegen wir dort ja dann auch unseren ersten Rang. Ja. Mal gucken, ob wir hier auch einen schönen Rang kriegen. Na, Kollege, hast du uns auch lieb? Was ist das denn für ein Fettklops? Naja. Ja, die Franzosen sind echt schlimm. Ach so, die sind gleich im Krieg mit in Spanien. Aha.
Ja, gut, die Spanier sind auch nicht die besten. Ja, da stimme ich dir schon zu. Mal gucken, vielleicht plündern wir halt auch das eine oder andere. Mal gucken, was haben wir hier denn? Die Gronostech, die Tochter, ist sehr schön in St. Kitty's. Ja, das ist, ja. Oh! Oh, dieser Typ hat Bronzekanonen. Oha, dann sollten wir uns wohl erst noch von ihm fernhalten. Wobei, ganz ehrlich, auf der einfachsten Schwierigkeitsstufe würden wir den sowas von locker abziehen. Aber ich warte natürlich noch. Ich will ja, dass diese blöden Piraten eine Herausforderung werden. Oh, na endlich! Der hat Informationen über unsere Familie. Endlich, für 1000 Gold. Hier, gib. Jawohl, sehr gut. Da haben wir die erste Information. Und zwar der gute Baron Raimondo, den wir auch schon im Trailer gesehen haben, der weiß, wo unsere Schwester ist. Und der treibt sich da unten rum. Ja, ich glaube, da werden wir den Dieb mal in den Arsch treten. Die Sache ist nämlich die, von diesem Baron Raimondo werden wir Kartenteile bekommen. Das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Und dort werden wir nach und nach die Aufenthaltsorte, weil es werden immer nur Kartenteile sein. Und wir werden so nach und nach sehen, wo unsere vier Familienmitglieder gefangen halten werden und werden dann die nach und nach befreien können. Und dann am Ende geht es dann quasi, na gut, das sehen wir dann, was danach passiert, nach unseren vier Familienmitgliedern. So, die 1000 Gold hatten wir, das ist gut. Wir können noch mal ein bisschen was zu essen kaufen. So, für 8 Monate und ja. Ich weiß jetzt, wie viele Kanonen wir maximal haben können. Ich habe das... Oh, einem zu der Kopf ist nämlich 16. Ja, ich habe es beim Durchsehen der letzten Folge gemerkt, dass es 16 sind. Hätte ich unten in dieser Schlachtanzeige, sage ich mal, in dieser Seekampfanzeige, unten links auf die Kanonen geachtet, wäre mir das schon eher aufgefallen. Aber okay. Achso, konnten wir eigentlich was upgraden oder was in der anderen Stadt? Ah, hier. Grape Shot. Nehmen wir mal. So, dann werden wir, glaube ich, mal. Moment. Da unten ist der Typ in Margarita. Mensch, da waren wir doch eben. Dann heißt es mal zurück nach Margarita. Denn ganz ehrlich, ich will mal langsam wissen, wo das erste von vier Familienmitgliedern steckt. Dann werden wir auch bald mal die Schwierigkeit auf die nächste Stufe upgraden, sage ich jetzt einfach mal. Wir wollen nach Margarita. So, Baron. Ja, unsere Leute sind auch hier ein bisschen unzufrieden. Wir haben schon lange jetzt nichts mehr Ernstes gemacht. Dann wollen sie auch sicher gleich, dass unser Gold aufgeteilt wird. Wo bist du, Baron? Wo bist du? Wow. Alter, jetzt gibt's ja mal Tobi. Margarita, wo ist der? Nee, das ist er nicht, das ist er nicht. Wo ist der Typ? Ist das Margarita? Das ist Margarita. Der ist bestimmt schon woanders hingesegelt. Wir legen mal im Hafen an und hören uns mal in der Taverne um. Aha, ein Schiff mit 1000 Gold. Die Sealand. Wo ist er hingesegelt? Aha. Der gute Baron Raimondo ist von Margarita nach Maracaibo gesegelt. Oder ist aktuell auf dem Weg dorthin. Er segelt also mit dem Wind Richtung Maracaibo. Okay. Ah, okay. Wir werden die Schwierigkeit um eine Stufe erhöhen.
Wir werden uns das Item jetzt noch kaufen, dann haben wir 4 Special Items, aber dann werden wir die Schwierigkeit mal um eine Stufe erhöhen, weil wir werden ja echt doch zugeschissen mit dem Zeug. Was haben wir denn hier? Eine Weste, eine Schutzweste gegen Schwert, in Schwert kämpfen. Wie viel für 600 Gold? Ja, komm, können wir so leisten. Zack. So, und dann werden wir jetzt mal eins machen. Wir werden die weiße Plante machen. Wir haben jetzt zwar nicht mehr sehr viel Gold. So. Wie ging das denn jetzt nochmal? Was musste man denn hier machen? Oh, jeder kriegt 9 Gold. Ja, das ist natürlich sehr viel. Aha. Okay. Wie? Wir können gar nicht hören? Wieso können wir das denn nicht machen? Ich dachte, wenn man das macht, kann man die Schwierigkeitsstufe erhöhen. Wir können hier nur auf derselben Schwierigkeitsstufe weitermachen. Hm. Okay. Okay, jetzt machen wir quasi eine Pause als Pirat. Jetzt fällt mir gerade was ein. Jetzt sind wir ja lange Zeit nicht mehr auf See gewesen. Wir müssen uns gerade umhören. Wo er denn jetzt wieder ist. Achso, er ist immer noch da. Okay. Ich dachte, er wäre jetzt wieder ganz woanders hingesegelt. Wir brauchen also wieder ein paar mehr Männer. Den Typen werde ich jetzt mal hier auslassen. Wir wollen hier nicht mit Items zugeschissen werden. Das wundert mich jetzt echt gerade. Wieso konnten wir die Schwierigkeitsstufe nicht erhöhen? Da bin ich jetzt echt gerade ein bisschen baff. Ich muss gerade gucken, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben 4 Special Items. Die Pistole, die Weste, den Ring und die Stiefel. Okay, vielleicht müssen wir auch erstmal dem guten Baron irgendwie in den Arsch treten und ein bisschen was mehr erreichen in diesem Spiel. Das kann natürlich auch sein. So. Mal gucken. Das ist er nicht, das ist er auch nicht. Wir sind aktuell hier und müssen nach hier drüben. Okay. Vielleicht kommt uns ja rein zufällig entgegen, der Gute. Ich bin jetzt immer noch verwundert, dass wir die Schwierigkeit eben nicht auf die nächste Stufe hochsetzen konnten. Normalerweise kann man das immer, wenn man das Gold unter der Mannschaft aufteilt, kann man die Schwierigkeit um eine Stufe erhöhen. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wieso das jetzt eben nicht ging. Das muss ich vielleicht nochmal nachgucken, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Weil wenn wir das hier gar nicht... Doch, das kann man. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt gerade nicht ging, aber das konnte man auf jeden Fall so. Naja, gucke ich mal nochmal nach. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir Baron Raimondo in den Arsch treten werden, hoffentlich. Bis dann, tschüss.